Ja, herzlich willkommen hier zurück bei Avorion und wir sind auch schon mitten in der Action. Direkt schon wieder Ärger mit Kopfgeld hier gern. Und ich, das heißt der Asrak. Hi. Und meine Wenigkeit Palain. Loot, es gab Loot. Gut, ja, letztes Mal haben wir den Boss erledigt. Die KI, genau. Dieses Ding, Alter, das ich. Das war der Brocken teilweise. War nicht schwierig vom Schaden, den die gemacht hat, aber aufwendig, ja. Hat mir gut gefallen, der Kampf. Hat Spaß gemacht. Ja, auch die Idee fand ich sehr geil. Ja, nette Idee. Das muss man neidlos anerkennen. Das war eine schöne Umsetzung von der Idee auch her. Mhm. Nicht das Schema F, halt das dickere Schiff, dann kriegst du mehr Schilde, sondern eine ganz neue Art. Ne, genau. So, wir sind Borg, ne? So. Mhm, ja, genau. Stil. Hat mich so ein bisschen dran erinnert. Echt, mich auch. Also ich denke, da ist auch so die Inspiration hergenommen worden. Ist ja auch nicht verkehrt. Hier bei mir ist noch ein Dingens. Ja, hier drüben, wo ich bin, ich glaube, die gehören dir. Die kann ich nicht nehmen. Scheiße. Ich habe T gedrückt, jetzt bin ich raus. Ja, ne? Betreten. Oh, echt. Ja, das ist die Taste T. Man ist es halt einfach gewohnt von anderen Spielen. T heißt Target. Ja. Damit visiere ich ein Ziel an. Nee, ist hier leider aussteigen in diese kleine Popeldrohne, die man am Anfang hat. Und wenn man das im Gefecht macht, ist das ganz blöd. Ja, und eben habe ich den Bergbaulaser genommen zum Abbauen. Ah, doch mal schön, ne? Alter, geht gar nicht. Ja, wir haben den Auftrag Exodus zu verfolgen, diesen genau. Weg. Da werden wir auch dranbleiben. Ohne Zweifel, ohne Frage. Das werden wir uns zur Brust nehmen. Was auch immer da gelaufen ist, wir finden es raus. Und genau, wir müssen ja X- und Y-Koordinaten folgen. Da sind wir jetzt ja steil auf der Spur. Boom. Boah. Was denn? Ja, dieser Bergbaulaser, den ich habe, der ist zwar. Dieser Abwracklaser, den ich habe, ist zwar nett, aber die Energie, die der frisst, ist unglaublich. Ja, meine überhitzt auch gerade. Wie blöd. Und er wird auch gleich anfangen, an der Batterie zu zerren. Oh, da kam was Goldenes raus. Na, verdammt. Ein Geschütz. Aha. Doppellese Geschützturm außergewöhnlich. Oho. Mhm. Schick, schick. Ich knabber hier echt nur an der Oberfläche, weil ich ja auch nur zwei Laser habe zum Abbauen. Ja. Zum Abwracken. Ja, man will natürlich auch nicht jedes Mal umbauen von Abwrack auf Bergbau. Richtig, und hin und richtig. Irgendwann gehst du halt diesen Kompromiss ein. Dann sind es halt so und so viele Geschütze und dann muss es halt irgendwie gehen. Ja. Ah. Hier ist ein bisschen Edelmetall dran. Das Ding hat aber auch nichts, ey. Da zuppelst du dran rum und lutschst dran rum, wie so an so einem alten Steak, bist du am Rumkauen. Eieiei. Mühsam ernährt sich der Eiskater. So. Ich glaube, ich habe das langweiligste und langwierigste Wrackteil mir zur Brust genommen. Irgendwie. Ja, ich habe gemerkt, in diesen Bauteilen, die halt nicht nach Hülle aussehen, sondern irgendwie nach, als wäre es was Reaktormäßiges oder so, da sind häufiger wertvolle Sachen drin. Ja. Halt keine Module, dann zumindest die meisten Ressourcen. Okay, da ist noch ein Stück Erde. Voller Nauit, laut Sensor. Ich knabber einfach weg. Fertig. Jo. Was mehr hat, hat mehr. Ja. Wer weiß, wenn es einmal erwischt, ist man froh, dass man ein bisschen
bis die Reserve angesammelt hat. Ja, das ist halt der Punkt, ne? Ja, das kann durchaus dann schon mal ganz schnell gehen. Wenn es scheiße läuft, wenn man Pech hat. Ja, mal im falschen Sektor gesprungen. Ja, der Ball ist irgendwo dagegen. Gegen den fetten Meteoriten geknallt. Ja. Dann ist Feierabend. Das sind langweilige Bauteile. Na gut. Täuscht mich das oder ist der Sound beim Aufnehmen von Ressourcen genau wie bei anderen Spielen, wie zum Beispiel Starbound oder sowas? Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich das sozusagen weggeschalten habe. Und das höre ich gerade nicht. Ach so. Ja, das ist das Blubber, Blubber, Blubber beim Aufnehmen. Ach so, das, ja. Das hat mich auch an Starbound so erinnert eigentlich. Ja, ich glaube, das ist irgendwie so ein Standard-Sound, der vielleicht irgendwo verfügbar ist. Frei verkauft worden, jeder frei zugegriffen. Genau. Open Source. Ja. Oh. Okay. Wäh. Oh, machen wir das hier noch platt? Weil uns sehe jetzt nach und wie voll diese Kopfgeldjäger. Oh, da sehe ich schon wieder was Rotes. Das sind aber diese Aliens, okay. Ja. Diese Kopfgeldjäger auf der Spur sind. Und zwar seitdem wir diese KI erledigt haben. Okay. Die gehörten wohl zu dieser Fraktion. Also die Fraktion ist wohl die gleiche gewesen. Und das hat die wohl ein bisschen angepisst. Ich nehme an, das gehört einfach so zur Schwierigkeit der Story dazu, ne? Dass das dann halt passiert. Ernst! Runtergerobbt! Weg mit diesem blöden Schild! Jo. So, Feierabend mit Schild, Freundchen. Mach nicht lang mit, du. Nee. Siehste, auf die Nuss, das war's. Feierkraftmäßig brauchen wir uns nicht zu verstecken. Ich wollte gerade sagen, so wir zu zweit, das rockt. Ja. Da kann man schon was wegputzen. Hier ist was Blaues. Das Blaue für dich. Ist mir. Gehst du weg? Merk's. Gehst du weg? Siehste, wollt zu mir. Man muss zumindest mal der Rüssel dranhalten, gucken. Ja. Finger weg von meinem Kram. Oh, jetzt gehört auch alles dir. Och, Frechheit. Die grünen Sachen. Man muss halt so ein bisschen Selbstverständnis zeigen. So, was seid ihr dann? Auch Nauitfrax. Okay. Guck doch mal gerade in die Mission. Oh, wow, da oben liegt ja aber Zeug, hä? Ja, das ist, glaube ich, auch alles dir. Ach, wem sonst? Ja, klar. bling, bling, bling. Mission, Operation Exodus. Exodus, dem sollten wir uns auch langsam mal widmen. Auf Karte zeigen. Ah, okay, ich sehe es gerade, das ist links hoch müssen wir. Ja, ich meine auch vom letzten Mal noch, ja. Da war was. So, alles was hier rumleuchtet, ist dann noch dir. Guck ich mal. Ah, oh.
Da müssen wir hin. Links war das. Nee, oder? Was ist das hier? Die weißen Gruben hier, die kriegst du hingeschmissen, ja? Das ja, doch. ich stelle schon mal den nächsten Sprung ein. Ja, genau. Das ist direkt links von uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Felder. Felder links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also minus 256, 187. Jawohl. Habe ich eingegeben. Mhm. Sag, wenn du soweit bist. Das Modul nehmen wir noch mit. Unbedingt. Und da nichts drehen verkommen wir lassen. Genau, wird nicht schlecht. Jo, er ist soweit. Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. So noch am Laden. Ja, irgendwie schon. Hm. Oder? Ich probier's mal. Nee, ist okay, wir können. Ah, okay. Ich konnte springen. Plünderer. Falscher Notruf, bla, blob. Oh Mann. Ich dachte, ja, das wäre Operation Exodus hier. Ja, zumindest war es die richtige Richtung schon mal. Ne? Ja, wir müssen eh links, schräg links hoch. Nehmen wir uns jetzt erstmal Feinde vor, oder? Oh ja. Wenn sie schon hier sind. Ja, wenn sie doch drum bitten. Ja. Was ist denn der nächste? Ah, da. Jung. Was schon kaputt? Hm. Und ja, komm. Ich sagen, er war in Reichweite. Den falschen angelegt hier. Ach, sowas von. Mal hinterhin boosten. Oh. Der Kopfgeldjäger, ne? Ein Pirat. Bam. Komm her, du Opfer. Du Opfer. Da ist doch einmal was Grünes und was Güldenes. Das will ich haben. Das sieht schwer nach einer Waffe aus. Bam. Was Blaues. Oh, das ist mir. Überraum. Oh, okay. Das erhöht Hyperraum und Radar, habe ich gerade gesehen. Mhm. Irgendwie kämpfen Kopfgeldjäger und die anderen gegeneinander auch. Oh ja, die mögen sich nicht. Das ist mir egal. Ja. Das Imperium von irgendwas. Mit denen waren wir eh nicht befreundet, also. Genau. Kann man auch draufhalten. Eben. Werden alle bedient. Tut's weh mit deinem Schild? Wenn wir den gleich mal wegnehmen. So. Jetzt ist Erntedankfest. Spratz, bratz. Oh, auch wieder was Goldenes. Mach mal einen Vorbeiflug, ob's meins oder deins ist. Ist deins. Das wundert mich. Du hast auch drauf geschossen. Von dieser lila Scheiße beschossen. Altes Kram. Oh, was war das? Naoid-Abfahrtgeschützturm. Nice. Nice, ja. Glückwunsch dazu.
Bam, so. Da haben wir noch einen. Oh. Mitten in das Wrack reingeboostet, super. Cool. Der dreht sich da immer weg, diese Schlange. Das ist furchtbar, ne? Diese Zigarren. So, jetzt aber Schluss. Nee. Haben wir es jetzt, ja? Da unten kommen schon die nächsten. Wir sollten einen neuen Sprungpunkt einsetzen. Ja, langsam nervt es ein bisschen. Ich hätte anzubieten, schräg links oben. Minus 262198. Minus 262198. Nehmen wir es. Oder 189. 198. Komm ich gar nicht hin. Ist das zu weit weg? Ich glaube schon. Eins oder zwei? Also schräg hoch komme ich zu 262194. Okay, hast du ein Modul nicht drin, oder? Du schweißt das. Ich muss da gleich mal gucken. Ich werde aber irgendwie gerade beschossen. 194 habe ich eingestellt. Kann sein, dass ich das Modul geändert hatte für diesen Kampf mit der KI. Okay. Bist du rausgeflogen? Ich glaube schon. Ja, das scheint mir nämlich auch gerade so. Okay, magst du wieder dazukommen? Ja, ich starte sofort neu. Ja. Das geht, technische Schwierigkeiten. Ich guck mal, dass ich jetzt erstmal hier ein bisschen Frieden schaffen kann. So, ich habe gerade mal ein bisschen für Ruhe gesorgt. Ja, bin auf dem Weg zurück. Ah. Das war vielleicht strange. Denk mir, da okay. Neue bin Nachricht, da. Neuer Händler. Mhm. Aber war es ja dann doch nicht. Okay, ich gucke erstmal jetzt bei mir gerade in die Module rein. Ja. Was da Sache ist. Oh, okay. Was los? Da fehlen ein paar Waffen. Mhm. Okay, ich schaue jetzt auch erstmal modulmäßig. Ich könnte sogar noch eins zulegen und dafür eine Waffe rausschmeißen. Ich glaube, das mache ich auch. Frachtraum-Upgrade braucht auch keinen Mensch. Ach, das kannst du verkaufen für später. Ja, jetzt kann ich auch ordentlich springen. Alles cool. Seltenheit, so. Pack so einen weiten Sprungradius, wie du nur kannst. War ich gerade. Okay.
2 ist doch abfracken oder lutsche okay. ich da gerade an der falschen Stelle rum? Okay, jetzt kann ich bis 262 200. Moment, ich muss erstmal was überprüfen. Ah, verdammt. Ich mache die ganze Zeit mit dem Bergbauleser rum. Ich bin ja auch ein Vollhorst. Wundere mich, dass da überhaupt nichts an Mineralien reinkommt. Obwohl ich hier okay. abbaue wie ein großer. Oh man. Voll oh verzockt. Ja, jetzt läuft es auch ein bisschen. So, wo hast du jetzt eingestellt? Auch gar nichts. Ach so. Nimm mal schräg links hoch, so weit wie möglich weg. Ich guck mal, ob ich hinterherkomme. Ja, genau. Also du hattest 262. Nee, mach du mal und sag, welche Koordinate es ist. Also ich habe 262 200. Ist bei mir schräg 262 und dann? Ja, 200. Da kann ich mithalten. Okay. Ja. Wunderbar. Drehen wir uns mal. Wer soweit? Ach, ich wusste es. Er ist wieder vor mir fertig. Unglaublich. Er ist wieder vor mir fertig. Das war mir so klar. Alter Cheater. Ich weiß nicht, wie er das macht. So, ich bin soweit. Ah. Was denn? Ich habe mich aus Versehen weggedreht. Jetzt komme ich da. Ups. Okay. Okay, viel nichts. Okay, stell du neu ein und sag wo. Moment. Und zwar, wie wäre es mit minus 272 210? Okay, eingeloggt. Bin nämlich auch ruckzuck in der nächsten Koordinate von unserer Mission. Mhm. Vielleicht noch 2 Sprünge oder so. Ja, denke ich auch. Ach, das ist einfach toll, dieser Hintergrund, ne? Mit diesem Planeten und dem Nebel und so. Das sieht schon irgendwie richtig geil aus. Das Spiel ist schon schön. Also gerade der Weltraum sehr schön gemacht. Und vor allen Dingen hat man ehrlich gesagt auch ein bisschen Ruhe und ein bisschen Zeit. Also es gibt halt wenige Situationen, wo es hektisch ist. Das stimmt. Ab die Post, oder? Ja. Da muss ich auch sagen, es ist ein sehr schönes Spiel, um so ein bisschen vom Stress runterzukommen. Absolut. So ein bisschen wie die Lavalampe der Galaxie, ne? So in aller Ruhe chillen kannst. Ja. Wenn du willst, kann ich ein bisschen schön gemütlich abbauen oder Handel treiben. Ja. Das ist nice. Dann gib mal eine neue Koordinate vor. So, ich würde sagen, dass wir uns jetzt ein bisschen mehr links halten. Wie wäre es mit 284? 218. Ja, habe ich drin. Mhm. Müssten wir auf Höhe von unserem Ziel schon sein? Ja, könnte passen. Ich wäre soweit. Ich auch. Na dann. So, dann stellen wir mal direkt ein. Ich komme hin. Du auch? Ja, ich auch. Perfekt. Dann bin ich gespannt auf die neue Boje. 20 Sekunden brauche ich. 32. Ich weiß mir ganz sicher, wonach sich das richtet, wie lange das dauert. Das ist noch so ein bisschen undurchsichtig. Ja, es hieß, irgendein Bauteil, angeblich. Aber es hieß erst Computerkern, aber das ist dann doch nicht. Nee, der Computerkern war damals... Die
Ich glaube, dass ich meine mich zu erinnern, das war Würfel-Laderaum, also dass da ein neues Modul kriegst. Das Ich wäre kann. Ja, soweit. genau. Ab Ich die auch. Post. Alles klar. So, aktualisiert, Exodus. Okay. Da sehe ich was aufblinken. Und zwar minus 311252. Genau, habe ich auch. Das Einen ist sehe ich ein. relativ oben, schräg links hoch, aber mehr hoch als links. Oh, ich sehe einen Wrack. Da fliege ich kurz mal nur in die Sensorreichweite. Ein Wrack. Ja, direkt genau in die Richtung, wo ich gerade fliege. Ich sehe keinen Wrack. Der Nebel verbirgt Ja, sämtliche es ist ein bisschen. Scanner-Möglichkeiten. Es liegt im Dunst. Ja, ich kann es nicht orten. Eisen und Xanion. Ich folge dir mal. Ah, jetzt sehe ich's. Da können wir mal ein bisschen dran rumzuppeln, oder? Bin gespannt, ja. Vielleicht können Aber wir vielleicht in der irgendwie. neuen Folge dann, oder? Genau, ja, weil die Zeit ist schon wieder rum. Dann werden wir jetzt ein bisschen hier an dem Wrack nagen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Avoyon mit mir und Asrak. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich auch. Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.